Hallo Steps-Welt, ich bin der Lukas. Ich freue mich mega, dass du dir das Video anschaust. Mit unserer Steps-Videoserie Follow Your Calling wollen wir dir helfen, Schritte in deine Berufung zu gehen. Ich hoffe, mit den ersten beiden Videos konnte ich dich davon überzeugen, dass Gott dich sieht, dass er dich kennt und dass er dein Leben wertvoll und besonders findet. Und ich hoffe, dass du jetzt eine Ahnung davon hast, dass Gott wirklich was mit dir vorhaben kann. Und vielleicht geht es dir jetzt so, dass du dich fragst, ja, wie kann ich denn jetzt Orientierung finden? Und ich glaube, dass jeder von uns, dass wir alle wie so eine Vision für unser Leben brauchen, so einen göttlichen Blick auf unser Leben. Einen göttlichen Blick auf unser Leben, wie es sein könnte, angetrieben von der Überzeugung, dass es so sein sollte. Und ich habe dir einen Bibelvers mitgebracht, aus Sprüche 29, Vers 18. Und zwar steht da, wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Und dieses Wort Vision kann auch übersetzt werden mit Traum oder mit Offenbarung. Und ich glaube, es geht darum, so einen göttlichen Hinweis zu bekommen, so eine göttliche Sichtweise, irgendwie einen göttlichen Blick auf eine Situation zu bekommen. Und ich glaube, genau das brauchen wir für unser Leben. Genau diesen göttlichen Blick, diesen göttlichen Hinweis brauchen wir für unser Leben und brauchen wir, wenn wir unsere Berufung entdecken wollen. Deswegen können wir Gott fragen irgendwie, was ist dein Blick auf mein Leben? Was ist dein Traum für mein Leben? Eines der besten Beispiele dafür, was für einen Unterschied es machen kann, wenn ich so eine Vision habe, so einen anderen Blick auf das Leben habe, ist eins meiner Lieblingsgleichnisse, nämlich das Gleichnis von den Talenten. Jesus erzählt dieses Gleichnis mal, und zwar ist es so, dass ein Chef kommt und drei Leuten unterschiedlich viel Talente anvertraut. Also es ist eine Geldsumme, dem einen gibt er 5, dem anderen 2 und der dritten Person nur 1. Die ersten beiden investieren das, was sie bekommen haben. Sie haben wie so eine Vision, sie haben wie einen Traum für das, was sie anvertraut bekommen haben, und sie verdoppeln das beide. Und am Ende kommt der Chef zurück und er gibt beiden genau das gleiche Lob, die gleiche Anerkennung, und er lädt sie zu einer Party ein. Und es spielt überhaupt keine Rolle mehr, ob sie 5 oder 2 hatten. Die Person mit dem einen Talent ist beleidigt und ärgerlich und verbuddelt es und macht nichts damit. Der Unterschied zwischen den Personen ist nicht, wie viel sie anvertraut bekommen haben, sondern dass sie unterschiedlich an das, was sie anvertraut bekommen haben, rangegangen sind. Die ersten beiden hatten eine Vision für das, was sie anvertraut bekommen haben, und die dritte Person nicht. Und genauso ist es auch in unserem Leben, dass es wirklich einen Unterschied machen kann, wenn wir so einen göttlichen Blick auf unser Leben haben oder wenn wir das nicht haben. Ein Beispiel aus dem ersten Teil der Bibel, wo das mega deutlich wird, ist Nehemia. Er ist Mundschenk am Hof von Artaxerxes I. Es ist das Jahr 444 vor Christus. Und ein Verwandter von ihm, der heißt Hanani, mit seinen Freunden kommen zu Nehemia und erzählen ihm von der Situation in Jerusalem, dass die Stadtmauer zerstört ist und dass Jerusalem so der Fußabstreifer für die Völker außenrum ist. Das bricht Nehemia das Herz, und er bekommt diese Vision von Gott, diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Und er drückt es mal so aus, dass er wie von Gott einen Plan aufs Herz gelegt bekommen hat. Und genau das meine ich, dass wir solche Momente brauchen oder dieses Fragen nach dem, was Gott uns aufs Herz legt, dieses Fragen nach dem Traum Gottes für unser Leben, dieses Fragen nach dem, wie Gott unser Leben gebrauchen möchte. Ich glaube, du und ich, wir brauchen das wirklich, dass wir uns auf den Weg machen, den Traum Gottes für unser Leben zu entdecken. Wir brauchen so eine Vision, so ein Bild von unserem Leben, das von Gott geprägt ist. Und dann heißt die Herausforderung, mach seinen Traum zu deinem Traum. Also fang an, mit Gott gemeinsam zu träumen. Frag ihn, wie denkst du über mein Leben? Wie könnte mein Leben sein? Wie sollte mein Leben sein? Gott, was ist dein Traum für mein Leben? Wo willst du mit mir hin? Wo möchtest du mich gebrauchen? Was möchtest du durch mich tun? Was möchtest du mit mir tun? Was möchtest du in mir tun? Und wie kannst du das rausfinden? Ich glaube, dass du Zeiten brauchst, wo du Ruhe vor Gott hast, dass du vielleicht auch gute Freunde und Ratgeber mit ins Boot holen kannst und dass du in so einen Prozess gehst, einfach vor Gott zu sein und ihn zu fragen, was er denn mit deinem Leben vorhaben könnte. Lade Gott ein, bitte ihn, dir zu zeigen, was seine Perspektive für dein Leben ist, was sein Traum für dein Leben ist. Und dann mach seinen Traum zu deinem Traum. Mach's gut und hau rein. Bis zum nächsten Mal.